Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Factorio. Wir gehen jetzt heute an das, ich nenne es jetzt mal, schwierige Werk, die ganzen Züge hier auch anzuschließen. Denn wir haben jetzt ja nur die Station gebaut in den letzten paar Folgen, aber es fehlt natürlich noch die Belieferung der Munition. Ohne Munition, keine Artillerie. Ohne Artillerie, Zug sinnlos. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir da auf jeden Fall irgendwie was aufbauen, dass es funktioniert. Und da es hier mit Fließbändern doch ein wenig kompliziert sein könnte, natürlich machbar, ist trotzdem schwer, bin ich ehrlich, würde mir als Lösung einfallen, das mit Robotern zu machen und mit Kisten. Weil sonst wäre das Ganze hier doch schwierig. Deswegen gehen wir jetzt hin und, mein Gott, Entschuldigung, holen uns jetzt erstmal 1000 Greifarme. Weil es sind ja auch 1000 Waggons. 2-3 Roboterstationen, die wir da reinstellen. Am besten 4, weil wir so 4 Schlaufen haben. Und natürlich dann 1000 Kisten. Tja. Ja. Da habe ich bestimmt noch welche in den Kisten, denke ich mal. Die Frage ist nur, wo? Wir gehen hier mal ganz kurz. Mein Gott, ich habe irgendwas. Lachen, halt. So, mal ganz kurz gucken, weil irgendwo hatte ich auf jeden Fall noch Roboterhanger drin. Ich weiß nur leider nicht mehr wo. Die nehmen wir schon mal mit. Wobei, nehmen wir Lagerkisten oder. Ja, ne, Lagerkisten müssen eigentlich locker reichen, klar. Das sind schon mal 3 Roboterhanger. Da nehmen wir mit. Einer fehlt dann noch. Und die Lagerkiste nehme ich natürlich auch mit. Ansonsten ist hier nichts, was ich benötige. Na, nö, passt. So, hier ist auch nur Schwachsinn für mich drin. Hier hätte was drin sein können. Und, ah, lol, ich habe die übersehen, die Lagerkisten. Tja, bist halt manchmal blind, ne? Ansonsten ist nirgendwo was. Ah, ne, was, das ist die falsche Linie da. Ist nirgendwo was Interessantes drin. Aber überall sind Lagerkisten drin, also hat ja auch schon was. Ich habe hier so viel Schmutz drin, jetzt mal ohne Scheiß. Ich muss dringend mal die Kisten hier auseinander sortieren wieder, du. Das ist ja alles Scheiße da drin. Ey, ich habe 20 Roboter sogar noch hier drin. Guck mal. Wahnsinn. Aber ansonsten ist ja jetzt nichts Sinnvolles. Ah doch, hier guck mal, da haben wir nochmal schönes, dickes Lagerkistenzeug. Ja, da brauchen wir einen Hanger. Das sollte aber eigentlich gar kein Problem sein. Weil so teuer sind die Dinger ja gar nicht. Bisschen Stahl, bisschen Zahnräder, bisschen rote Dingens da. Bisschen Stahl kriegen wir hier. Na, sogar eine zu viel, ist egal, passt. Ein paar Zahnräder. Und ein paar rote Schaltkreise kriegen wir, indem wir auch zu den Maschinen hingehen, weil sonst war zu viel. So, es passt. Einen Hangar machen wir. Das war's auch schon. Dann können wir den ganzen Rest wieder eben loswerden. Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, wohin ich den loswerden kann. Ja, die machen wir einfach mal hier rein. Zahnräder können einfach irgendwo hier bei den Motoren rein. Genau das gleiche machen wir mit dem Stahl auch. Ciao. So, den Hangar haben wir, damit haben wir 4 Stück, das ist schon mal gut. Dann machen wir jetzt nur noch. Machen wir direkt die Kisten, glaube ich, erstmal. Wir haben jetzt ja gerade hier 100, 200, 300, 400, 2 Kisten. Das heißt, wir brauchen jetzt noch. Ah, geil. Machen wir mal ein bisschen mehr. Oder? Ah, wobei, machen wir einfach 600 Stück, passt schon. Dann brauchen wir nämlich 1800 Schaltkreise und 600 Rote. 600 Rote ist gar kein Problem. 1800 hiervon sollte auch ebenfalls easy peasy sein. Zack. Ach, 800 sag ich schon. Mir fehlen noch die Kisten. Da brauchen wir jeweils nämlich nur eine von, ist ja klar. Und das kostet jeweils 8 Stahlträger. Das heißt, da können wir uns erstmal einfach mal die halbe Kiste mitnehmen. Das passt schon. 300, da brauchen wir mal am besten die ganze Kiste. Easy. So, 600 Lagerkisten, auf geht's. Zack, aber 1 und 2 weniger. Weil wir haben ja schon 2 hier drin stehen. Da müsste das genau passen. Easy.
So, jetzt haben wir den Part quasi schon mal erfüllt. Jetzt geht es natürlich darum, weil wenn wir jetzt überall die Kisten hinsetzen, das sollte gar kein Problem sein, ehrlich gesagt. Hier kommen die 4 Hanger hin, auch easy peasy. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie die Munition, die da hinkommt. Die wird ja hier abgeliefert, oder da, ich habe es gerade vergessen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe das vergessen. Wie kann ich das vergessen, Alter? Das ist doch gerade erst ein bisschen her. Ah! Ja, okay, warte. Hier kam Treibstoff und das hier links war doch nur normale Munition. Da bin ich jetzt doof. Geil, diese Linie hier kann man nicht verfolgen. Ich muss das nochmal nachgucken. Es tut mir leid. Ich bin aber leider... Deswegen macht man sich Symbol auf die Karte, damit man sowas halt nicht vergisst. Das ist doch schon wieder doof. Boah, ich bin so gespannt, wenn das alles an ist, Mann. Das wird so geil. Din, 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 din. Ich hätte doch eigentlich nach oben rechts gehen können, lol. Naja. Gehen wir nochmal kurz gucken, ne? Zicke, zacke, zicke, zacke, zicke, zacke, zicke, zacke, zicke, 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 zicke. So, und hier müssen das die beiden rechten sein, theoretisch. Junge, Junge. Weil. Wie habe ich das eigentlich vergessen, Mann? Das kann doch nicht sein, dass ich da die Symbole nicht hingesetzt habe. Naja. Okay, auf jeden Fall kommt. Bin ich jetzt komplett lost? Ich habe vergessen, was da drin war. Scheiße, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber was willst du machen? Ich kann mir das ja nicht merken. Ich weiß auch nicht, Mann. Weißt du, ich plane hier alles detailliert mit Excel-Listen und 5000 Formeln hinterlegt und alles. Gar kein Problem. Aber einmal zu merken, was hier reingeliefert wird, tja, dumm gelaufen. Das müssen wir zurückverfolgen, weil da bin ich zu doof jetzt für gewesen. Naja, das machen wir ganz kurz, weil wir müssen auch wissen, von wo wir die Munition herholen, weißt du? Ja, ich bin ein Trottel, Mann. Entschuldigung. Okay, auf jeden Fall kommt hier halt... Ich mache mal ganz kurz das Tempo runter, weil man sieht ja hier gar nichts von den Fließbändern. Das geht natürlich hier rein. Und da geht was raus. Jetzt habe ich nur vergessen, warum da was rauskommt und warum da was reingeht. Ich habe das wirklich legit vergessen. Wie kann ich das denn vergessen, Alter? Weil das hier geht zurück. Und das da kommt rein. Hä? Wie ich es gleich sehe, dann oder wieder ein... Ah, oh, das waren die Uranbrennstoffzellen. Das macht Sinn. Ja, logisch. Die Brennstoffzellen. Dann können wir doch ganz kurz eben versuchen, das zu verfolgen. Hier, ganz außen. Hier jetzt in der Mitte. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz eben mit der Maus ganz verfolgen. Genau jetzt, wo die Maus ist. Okay. Das waren, glaube ich, die Uranbrennstoffzellen, ne? Ja. Das würden wir uns am besten auch direkt mal markieren, weil sonst vergesse ich das, wie ihr seht. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen machen wir jetzt ein Uranbrennelement. Deswegen macht es auch Sinn, warum da ein Rücklauf ist, weil leer und voll. Mhm. So, bestätigen wir natürlich und setzen das dann jetzt hier hin. Einfach mal draufsetzen. Passt das so? Sieht eigentlich schon fast gut aus, oder? Oben ist da so ein überstehen, unten ein überstehen. Doch, das kann man genauso lassen eigentlich. Perfekt. Und das hier war Munition. Genau, weil das kommt mich dann von da irgendwo angeschisselt. Ja, sieht das geil aus, ey. Naja, gut, okay. Das kommt dann von da angeballert hier, der ins Kram. Fährt dann hier rein. Hier wird das entladen, einmal alles raus und kommt dann nach da. Da kommt jetzt aber nur Artilleriezeug raus, ne? Das sieht so geil aus und entschieden einfach. Köstlich, du. Ja, irgendwo musst du dazu kalt hin, ne? Was soll ich machen? naja, okay. Wenn da die Munition hinkommt, dann bin ich nochmal überlegen, weil hatte ich da nicht irgendwie... Fuck. Das hier war der Versorgungszug für die Mauern. Der ist jetzt irrelevant. Aber hier war, glaube ich, nicht nur normal. Da war auch normale Munition drin, ne?
Das war ja nicht nur Artilleriegeschosse, oder? Ach, sacre bleu, ich muss das nachgucken. Es ist doch ärgerlich. Jetzt verbringen wir die erste halbe Folge, damit ich wieder nachgucke. Unfassbar. Naja, sowas gehört dazu. Die Schusselei muss natürlich auch irgendwie ein bisschen bestraft werden, indem man laufen muss. Na, wer es nicht im Kopf hat, hat seine Beine. Oder in dem Fall halt im Finger. Oh Gott. Artilleriegranada. Das ist natürlich ungünstig. Weil diesen Punkt, den müssen wir natürlich auch ein bisschen beachten, weil wenn dann nämlich nur Artilleriegranaten reinkommen, dann müssen wir es natürlich auch so angehen, weil das habe ich jetzt nämlich schon fast gedacht, das ist, weil irgendwie sowas hatte ich ja gemacht gehabt, das wusste ich noch. Boah, wenn es doch alles nicht Monate dauern würde immer, ne? Dann wäre das doch gar kein Problem, sich das zu merken. Aber wer hat schon Zeit dazu, sich jetzt hier hinzusetzen und 100 Stunden Factorio am Stück zu spielen, Mann? Das kriege ich nicht hin. Ah. Weil ansonsten würde ich das hier wirklich so hart durchziehen, Mann. Da wird man auch nichts vergessen, Mann. Ich hätte selber voll Bock drauf eigentlich, aber ich krieg's leider nicht hin. Zum Kotzen. Naja, da müssen wir halt öfter mal laufen. Machst du nichts. Auf jeden Fall kommt hier Munition. Wenn hier kommt Munition, dann haben wir aber ein Problem, weil Munition ist im vorderen Waggon. Ja, das heißt also, hier kommt Uranmunition raus und da kommt Artilleriegeschosse raus. Und wie wir sehen, hier fließen auch nur die Munitionsnormaltypen zusammen und hier läuft klasse Artillerie-Munition. Ne? Das heißt, das hier markiere ich jetzt schon mal ganz kurz eben. Habe ich nicht irgendwie. Komm, weißt du was? Du kriegst mal ganz kurz das da drauf. Dann kann ich was wenigstens merken. Und da kommt Artillerie. Das ist falsch rum. Ja, aber ja, klar. Komm, ganz ehrlich, was habe ich auch erwartet? So. Weil der hintere Waggon ist Artillerie. Wird hier entladen, kommt da rein durch den Tunnel und geht hier hin. Der da wird da entladen, kommt da raus, geht da durch den Tunnel, verbindet sich und hier haben wir dann die Artilleriegeschosse. Die Artilleriegeschosse müssen wir jetzt irgendwie da reinkriegen. Und da bin ich echt überlegen, wie mache ich das? Weil es wird jetzt eine ganz interessante Geschichte. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz gucken, dass wir da, nein, nicht langsamer, lol, doppelt so schnell wollte ich machen. Dass wir ganz kurz eben die Hangar da reinsetzen, die irgendwo da reinprügeln können. Oh, fuck! Die sind ja sogar zu kurz dafür. Ja, doppel-lol. Boah, ich bin überlegen, ob ich das einfach nur mit Kisten mache. Und ein Fließband. Weil rein theoretisch müsste das Fließband ja komplett durchgehen. Boah, das könnte eigentlich auch witzig sein. Ich meine, hier Roboter wären hier, glaube ich, am praktischsten. Ehrlich gesagt. Weil die halt logischerweise dann hier überall hinfliegen können. Aber wenn ich jetzt halt auch Hangar außen bauen müsste, dann wird das Ganze schnell hässlich und auch doof. Weil ich wollte es eigentlich in diesem Kasten belassen. Dann ist natürlich ein Fließband vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, ne? Das könnte jetzt ja schon ganz schön witzig werden, bin ich ja ehrlich. Boah, kannst du mich bitte weiter durchlassen, Mann? Oh! Die Frage ist, wie gehen wir das denn dann an? Das ist ja natürlich doppelt witzig jetzt, da bin ich ehrlich, das kann jetzt ja nur interessant werden. Pass auf, dann machen wir den ersten Schritt. Die Munition wird da gesammelt, nach rechts geschickt und nach oben. Und dann geht es von da aus, oder von hier, dem letzten Waggon aus, immer schön mit im Kreis. Ja, dann machen wir dann machen wir es anders. Dann machen wir die Kisten weg, dann holen wir uns Fließbänder. Dann müssen wir das Ganze mal ein bisschen umändern, ist ja gar kein Problem hier. Und das kriegen wir hin. Da steht erstmal random Tunnel rum, zwei Kisten voll, perfekt. Was man halt eben so findet, ne? Boah, ich habe hier so viel Müll überall rumstehen, ne? Das Geilste ist, von locker der Hälfte der Kisten weiß ich nicht mehr, wo die stehen. Ja, irgendwann wird sich das schon alles wieder zusammenfinden. Ist gar kein Problem. Warte, bevor ich jetzt hier hingehe, bringen wir erstmal ganz kurz die Kisten weg. Na, hat sich schon gelohnt, ne? Bin ich ehrlich. Dann holen wir uns natürlich ganz viel Stahl. Und machen wir ganz kurz normale Kisten ohne Ende. Und dann packen wir auch ganz kurz das Zeug weg, was keiner braucht. Das könnten wir hier irgendwo in die Roboter reinsetzen. Die roten setzen wir da rein. Passt schon. Und dann holen wir uns ganz kurz Fließbänder ohne Ende. Weil das Gute ist, wir brauchen ja keinen Tunnel hier theoretisch.
Alter, man kommt doch hier nirgends wo durch ohne den scheiß Spider-Tron. Ah. Ich hänge ja überall fest. Naja. Okay, dann machen wir erstmal das ganze Ding hier. Weil mein Vorteil, ich brauche ja eigentlich nur Fließbänder. Das speichert er wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt hier drauf drücke, ne? Natürlich. Doch, hat er gemacht. Oh, lol. Cool. Das habe ich nicht gesagt. So, das sollte reichen. Boah, lass mich doch mal durch. Ich hole mir gleich den Spider. Wo habe ich den eigentlich abgestellt? Mitten da drin. Ah, perfekt. Den hole ich mir auch ganz kurz, weil ohne den ist es halt echt von der Bewegung her zum Kotzen hier. Du bleibst ja überall hängen. Ekelhaft. Ah, so ist schon viel besser. Angenehm. Ja, das waren die ersten 15 Minuten. War spannend, wa? Bin ich auch der Meinung. Du brauchst leider ein bisschen, aber hey, ich muss da auch durch. So, kurz ein bisschen langsamer von der Geschwindigkeit her. Braucht ja kein Schwein hier. So, das hier geht nach... Oh, machen wir sogar noch einen. Komm, weg damit. Geht nach da. Hier sind ja eh nur normale Waggons, ne? Eigentlich. Hm. Bin ich gerade überlegen. Geht's erst da los? Naja, folgen wir trotzdem den Weg. Weil dann brauchen wir nämlich keinen Tunnel, dann ist das Ganze nämlich irgendwie so schön angepasst, weißt du? Mit den Kurven wird halt ein bisschen eklig, weil da können wir halt nicht bis zum Ende durchziehen, dann nach rechts gehen. Da müssen wir ein bisschen gucken, wie wir es am besten machen. Deswegen so die ganzen Kurvenfahrzeuge sind alle schon ein bisschen scheiße, wenn man ganz ehrlich ist. Aber machst du nichts. Naja, naja. Jetzt muss erstmal ganz kurz der ganze... Aber wobei, weißt du was? Machen wir sogar noch ein bisschen anders. So. Weil den ziehen wir einfach durch, bis ganz hinten hin, und gehen wir einfach nach oben. Das ist vielleicht sogar ein bisschen ordentlicher dann, von Fließbandführung her einfach, weißt du? Der kann dann quasi hier nach oben gehen. Ich habe jetzt gar keinen Tunnel mitgebracht, ne? Na, ist ja auch sowas von smart gewesen, Alter. Oh mein Gott. Ja, schon stark. Naja. Einmal schön außenrum. So, jetzt ist natürlich die Frage. Können wir das auch so machen dann? Ah, schwierig, ne? Zwei. Dann immer schräg. Das muss ja bis dahin gehen quasi. So wäre auf jeden Fall die ordentlichste Kurve, die mir einfallen würde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gerade Strecken, obwohl das mit der Kurve schon anfängt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das ist sogar echt perfekt. Cool. Das wird dann erstmal kurz gespeichert, würde ich sagen. So. Was sollte eigentlich denn überall reinpassen, ne? Theoretisch. Auf geht's. Das wird ja sowas von abartig alles, aber ist egal. Oh mein Gott, das passt doch vor allem gerade so. Wir haben auch immer nur so zwei Stück dazwischen gelassen. Also eigentlich war das auch alles nicht so klug, wenn ich ehrlich bin. Aber ey, was soll's. So. Weiter runter damit. Ich habe jetzt nur 600 Kisten gemacht, das war eigentlich ein bisschen zu wenig. Aber ey, auch das ist gar kein Problem. Aber das mit der Kurve klappt schon mal ganz gut, finde ich. Sehr, sehr nice.
Und zack. Also rein in der Theorie müssten wir hier rein und wieder rauskommen mit dem Fließband, ohne dass wir hier irgendwo einen Tunnel benötigen. Eigentlich.